Hallo zu einer neuen Outfit-Inspiration. Und es ist ja weiterhin sommerlich warm draußen. Und so haben wir uns für diese Woche überlegt, also diese Woche ist gut, heute ist ja schon Mittwoch, aber wir haben überlegt, dass wir euch jetzt ein bisschen was im Bereich Shirts, Blusen und so weiter zeigen wollen. Und damit starten wir heute auch direkt, denn dieses Outfit ist etwas angelehnt an das Outfit, was ich heute trage. Es geht heute um das Shirt Karen, eigentlich ist es eher eine Bluse Karen von Schnittmuster Berlin, die ich trage. Diese ärmellose Bluse, die du gut aus luftiger Viskose, Webware oder Vergleichbarem nähen kannst. Und genau darum geht es heute auch in unserer Outfit-Inspiration, die im Übrigen gut zum Farbtyp Winter passen könnte. Und zwar haben wir hier eine ganz, ganz schöne Cupro-Ware in diesen Tupfen Weiß auf Navy. Es ist wirklich ein klassischer Standard, also ein klassisches Muster auf einer ganz besonderen Stoffqualität. Die fühlt sich wirklich richtig schön weich, geschmeidig an und hat so eine leichte, wie eine Pfirsichhaut, so sage ich immer dazu. Und aus diesem Stoff könntest du super das Shirt oder die Bluse Karen nähen, die ich heute trage. Karen ist ärmellos. Karen ist etwas höher am Hals und hat hier, ist es gerafft. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schnelles Nähprojekt, was aber so ein bisschen besondere Wirkung hat durch diese ausgefallene, Raffung? Schaut mal, Laura hat genau gemerkt, dass mir gerade das Wort fehlt. Durch die ausgefallene Raffung. Geschlossen wird die Bluse im Übrigen hinten. Da hat sie hier diesen Schlitz und wird hier mit einem verdeckten Knopf oder so Haken und Öse geschlossen. Damit lässt es sich halt eben prima anziehen. Das Schöne an Karen ist halt eben, es ist wirklich super luftig. Es hängt nicht an der Haut. Also es ist einfach angenehm, gerade wenn die Temperaturen so wie jetzt ja doch auf die 30 Grad zugehen. Und deswegen ist das unser Vorschlag heute für dich. Aus diesem Stoff könntest du das eben entsprechend nähen. Dazu kombiniert haben wir jetzt hier einen Bengalin in Kirschrot. Und daraus könntest du dir, wenn du dir angenommen, du würdest dir auch so eine schmale Hose nähen wollen. Und an dieser Stelle muss ich jetzt leider gestehen, dass meine Hose eine gekaufte ist. Denn die habe ich schon seit 2 Jahren, 3 Jahren. Und ich kann ja nicht alles wegtun, auch wenn ich euch gerne genähte Sachen zeige. Ich habe aber noch keine Hose in dieser Farbe selber genäht. Noch nicht, es kommt. Und du könntest daraus, du könntest zum Beispiel sehr gut, mein Schnittmuster, die Pipelinchen-Pants nehmen und diese entsprechend kürzen. Das ist ja so das Schöne an diesem Schnitt. Das ist ein relativer Basic-Schnitt, den man natürlich auch abwandeln kann, indem man einfach die Längen variiert. Und wenn du den halt eben auf 3/4-Länge kürzt oder wahlweise vielleicht auch auf Shortslänge, dann hast du ein relativ leichtes, schnelles Nähprojekt und kannst die entsprechend nähen. Würde dann super dazu passen. Ebenfalls dazu passen würde eine Strickjacke, falls es nämlich dann doch mal kühler ist. Zum Beispiel die Basic Strickjacke Nummer 59 und dafür haben wir jetzt hier einen Baumwollstrick in Rhein-Weiß auf die Puppe gebracht. Der passt natürlich super dazu. Ja, jetzt weiß ich, dass manche natürlich gerade dieses Thema ärmellos im Sommer so ein bisschen zwiegespalten sehen. Manche sagen, das ist mir total egal, wie meine Oberarme sind. Jetzt muss ich ein bisschen ausweichen oder ausholen. Ich habe tatsächlich vor 10 Jahren mal den Kommentar bekommen, dass ich mit meinen Hängewinkerarmen doch bitte keine kurzärmeligen Sachen trage. Also es ist tatsächlich ein öffentlicher Kommentar damals auf meinem Blog gewesen. Also ich muss gestehen, vor 10 Jahren winkte da noch weniger als heute. Und trotzdem denke ich irgendwie, dass man das definitiv bei diesem Wetter tragen kann. Ich weiß aber, da sind viele Menschen wirklich zwiegespalten, ob das funktioniert oder ob das nicht geht. Und ich weiß auch, dass manche so verunsichert sind, dass sie sagen, ich trage lieber einen kleinen Ärmel. Und deswegen haben wir jetzt heute nochmal 2 weitere luftige Blusen hier mitgebracht, beide genäht aus Viskose, um dir einfach auch nochmal eine Alternative zu zeigen, was du nähen könntest, wenn du sagst, ich möchte es gerne luftig haben, aber doch ein bisschen kleinen Ärmel dran. Und zwar ist das zum einen hier die Tunika Moana, ebenfalls von Schnittmuster Berlin. Die hat diesen schönen kleinen Ärmel, man kann sie in unterschiedlichen Längen nähen. Und sie hat jetzt hier nochmal so ein Bindeband mit, das man nähen kann, was man natürlich auch geöffnet einfach fallen lassen kann, was man aber auch gegebenenfalls natürlich weglassen kann, wenn man das nicht haben möchte. Das wäre eine Variante, halt eben auch schön luftig, locker, angenehm zu tragen, aber mit kleinem Arm. Und wir haben hier die Tunika Noemi, so heißt sie. Die hat hier diesen Cutouts an den Schultern. Das sieht man natürlich nur die Schulter, aber natürlich nicht die Hängewinkelarme. Und sie hat hier vorne diesen kleinen Ausschnitt. Auch diese Tunika ist wirklich locker, luftig, leicht und angenehm im Sommer zu tragen. Und
Jetzt muss ich irgendwie von diesem Hängewinkerarm wieder wegkommen. Das ist echt Vielleicht winkst du einfach und sagst Tschüss. Ich wink jetzt einfach, genau, das ist eine tolle Idee von Laura. Ich wink jetzt einfach und sage Tschüss. Und zu dem Thema Hängewinkerarme könnten wir jetzt eine Diskussion veranstalten. Aber wisst ihr was, ich möchte eine Sache doch noch ganz schnell mitgeben. Liebt euren Körper. Seid dankbar dafür, dass wir den haben, denn der trägt uns ja nun mal jeden Tag 24 Stunden durch alles durch. Und vor 10 Jahren war ich echt traurig über diesen Hängewinkel-Kommentar, aber ihr, die mir folgen, die wissen das ja jetzt nur schon länger, dass ich dazwischen auch mal so eine OP hatte, weshalb ich dachte, ich könnte keinen Hals mehr zeigen. Also das ist, jetzt geht es so nicht ganz weit aus. Aber wisst ihr, was ich einfach dadurch gelernt habe? Dass wir dankbar sein können, jeden Tag, den es uns gut geht und den wir wirklich genießen können und glücklich leben können. Und deswegen, shit was auf den Rest, wir genießen das Leben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und winke jetzt mit.